Hallo und willkommen wieder zu einer Pickup-Folge. Der September ist rum, der Monat ging gefühlt wieder viel zu schnell vorbei. Ich wollte eigentlich diesen Monat etwas kürzer treten, weil durch die Ausgaben, durch die Technik und so weiter, wollte ich eigentlich nicht so viel ausgeben, aber naja, ihr kennt es wahrscheinlich selber, ihr nehmt es euch jedes Mal vor, aber irgendwie findet man halt doch noch irgendetwas Tolles, was man sich kaufen möchte. Und so ein paar Zugänge habe ich natürlich auch in meiner Sammlung. Aber bevor ich mit den Pickups anfange, möchte ich ein bisschen Werbung für den guten Carpe machen. Und zwar war ich total begeistert. Ich habe ja auf Twitter mal so spaßesweise so meine Road to 400 Abonnenten quasi ausgerufen. Und der Carpe, manche werden ihn wahrscheinlich kennen, hat ein super, super Bild dazu gemalt. Das blende ich euch hier ein. Echt spitzenklasse. Wenn ihr noch mehr zu dieser Kritzeleien, wie er das immer bezeichnet, sehen wollt, würde ich euch empfehlen, seinen Twitter-Kanal zu folgen. Habe ich unten verlinkt. Der hat auch das Kanal Art vom guten Onkel Weidemann gemacht und malt immer mal wieder echt feine Sachen. Er nennt es immer Kritzeleien, aber ich finde, das ist schon ein bisschen mehr als Kritzeleien. Sehr, sehr schöner Stil und sehr, sehr schön sympathischer Typ auf jeden Fall. Also wenn ihr bei Twitter seid, solltet ihr ihn auf jeden Fall folgen. Ich habe ihn, wie gesagt, euch unten den Kanal verlinkt. So, das war es auch so. Rundherum den Kanal gibt es eigentlich nicht so viele Neuerungen. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich jetzt momentan jeden Sonntag neue Videos quasi poste, so außer der Reihe. Ja, da ist schon eine gewisse Regelmäßigkeit drin, sage ich mal, aber das nutze ich eigentlich so, um mal so ein paar Sachen auszuprobieren, wie zum Beispiel die Buchbesprechung letzte Woche oder die ganzen Top-Listen für den Gameboy und ja, das Rumblättern im Secret of Mana Magazin und so weiter. Ich habe auch noch einige Ideen, die ich gerne verwirklichen möchte. Ich werde mal schauen, wie ich da vorankomme. Also es macht mir auf jeden Fall da momentan sehr, sehr viel Spaß, mich da so ein bisschen kreativ auszutoben neben diesen Tests, wo sich das ja schon so ein bisschen eingefahren hat, zumindest so mein Workflow, sage ich mal. Aber da habe ich noch viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte und die Videos scheinen bei euch auch relativ gut anzukommen, wenn ich mir so die Klickzahlen im Vergleich zu den Tests anschaue. Freut mich natürlich tierisch, machen natürlich auch viel mehr Arbeit, aber dadurch, dass ich jetzt diese neue Kamera habe, habe ich da wesentlich mehr Möglichkeiten, sowas einfach zu machen. Zum Beispiel diese Buchbesprechung letzte Woche hätte ich ja ohne die neue Kamera gar nicht machen können, weil man dann das ganze Buch nur so ein bisschen verschwommen sieht und so weiter. Und das will sich ja keiner ansehen. Ne? Aber gut, so viel zu dem Kanal. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Was natürlich auch mal ein gewisser Aufwand mit diesen Sonntagsvideos, nenne ich die immer. Es sind und bleiben Sondervideos. Ich will da jetzt keine Regelmäßigkeit drin haben, damit man auch nicht so den Druck dahinter hat, aber wie gesagt, eigentlich habe ich noch Stoff für viele, viele weitere Sonntage auf jeden Fall. So, fangen wir mal mit den Spielen an. Und zwar habe ich als erstes Spiel, das kann ich jetzt gar nicht ins Bild zeigen, weil ich mir es nämlich auf Steam geholt habe endlich, und zwar Nier Automata. Ja, da gibt es eine riesen Fangemeinde dazu und viele verehren das Spiel und ich habe immer so ein bisschen auf den Sale gewartet, weil die PC-Version ja hatte nicht den Ruf, dass das optimal rüberportiert wurde. Und das war jetzt im Sale, 50% runter für 30 Euro, da dachte ich mir, okay, ich schlag zu. Bei den großen Steam-Sales ansonsten war das nie so weit runtergesetzt, deswegen dachte ich, das ist die Gelegenheit, mal da reinzutauchen. Und ja, die PC-Version ist wirklich nicht optimalst portiert, sage ich mal. Aber da ich keine PlayStation 4 habe, ja, muss ich es auf dem PC spielen. Ne? Auf jeden Fall, das fing schon damit an, man startet das Spiel, er schaltet in einen Fenstermodus. Ja, gut, Optionen geguckt, Vollbild will ich natürlich haben, ne? Weil wenn ich dann zocke, ich will das nicht im Fenster haben, ich will das in Vollbild haben. Ja, geht nicht. Geht nicht. Ich weiß nicht, das sind so kleine Sachen. Das Spiel steht schon so lange auf dem Markt. Wieso geht das nicht? Dann mal kurz gegoogelt. Steam Communities hat einen schönen Thread von wegen Erstspieler, bitte hier das beachten und gleich als erstes, okay, hier zack, zack. Ihr braucht diese Mod. Installiert die euch. Die behebt die meisten Probleme. Frage ich mich, da ist ein Fan irgendwo.
der programmiert das in seiner Freizeit, damit das Spiel vernünftig funktioniert, und der Hersteller kriegt das nicht hin, kassiert aber ordentlich Kohle und auch nicht zu wenig. Also so ein Verhalten verstehe ich immer persönlich nicht. Aber das so zur PC-Version, sie ist spielbar, will ich nicht abstreiten, hat aber so ein paar kleine Ungereimtheiten, nenne ich es mal. Auf jeden Fall, das Spiel hat mich echt begeistert, und zwar diesen Genre von diesen typischen Platinum Games kann ich persönlich eigentlich nicht so viel anfangen. Aber ich habe mir Anfang des Jahres Bayonetta 2 geholt, da habe ich schon ein bisschen reingestuppert, macht Spaß, aber Nier Automata, das setzt da noch einen drauf. Und zwar, mir gefällt es, dass einfach dieser Spielstil immer mal wieder gewechselt wird. Ihr seid in einem quasi normalen Prügelabschnitt, nenne ich es mal, und plötzlich seid ihr in einem Bullet-Hell-Shooter und so weiter. Also das finde ich echt eine super, super Sache. Das Spiel hat es auf jeden Fall seinen guten Ruf verdient. Ich habe mir jetzt auch mal hier für mein Regal eine schöne 2B-Stelle Statue bestellt. Konkret bin ich auf eBay. Mal gucken, wann die ankommt. Wird sich ja, denke ich mal, sehr, sehr schön machen. Sehr, sehr schönes Spiel. Also ich bin natürlich bei Weitem noch nicht durch. So viel Zeit habe ich nicht. Aber macht sehr, sehr viel Spaß. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe ja mal so ein bisschen auf eine Switch-Version gehofft, weil auf der Switch dürfte das ziemlich gut sein. Aber na gut. Man kann nicht alles haben. Apropos Switch. Ho, was für eine Überleitung. Mensch, der Überleitungsking. 2 Switch-Spiele habe ich mir geholt. Und zwar Dead Cells. Und zwar habe ich das bei Mirko von Mirkos Kosmos gesehen, dass er das angespielt hat. Auch da, den Kanal verlinke ich unten, aber die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen. Grüße an dich, Mirko, falls du das sehen solltest. Sehr, sehr schönes Spiel, und zwar ist es ein Indie-Spiel, ist natürlich etwas billiger für die Switch, glaube 35 Euro kostet die physische, also ich kaufe sowas immer physisch, ne? Also Switch habe ich kein einziges, was ich virtuell kaufe. Beim PC mit Steam und so weiter habe ich mich schon damit abgefunden, aber Switch ist für mich immer gleich physisch kaufen. Hat so ein bisschen, sagt man, ein bisschen Dark Souls-artig, ich weiß, dieser Begriff ist etwas verschrien, aber das sagt im Prinzip, dass schwere Bosse gibt, und es ist ein Roguelite. Das heißt, wenn bei einem Durchgang werdet ihr es auf keinen Fall nicht schaffen. Und ihr startet immer am Anfang, wenn ihr es nicht geschafft habt. Aber ihr sammelt durch das Töten von Gegnern, könnt ihr so Seelen einsammeln, heißen die, glaube ich. Und damit könnt ihr euch quasi permanente Upgrades freischalten. Das heißt, selbst wenn ihr nicht weiterkommen solltet, habt ihr so ein bisschen was freigeschaltet, habt ihr dann wieder einen Vorteil für den nächsten Run und so weiter. Das ist ein sehr, sehr schönes Spielprinzip, was sehr, sehr süchtig macht, und das Spiel ist einfach perfekt. Also auch mit diesen 2Ds und so weiter, ja, Plattformer und Kämpfen war ich nie so der Fan. Aber man kommt sau schnell in so einen Flow rein, dass man einfach wirklich Gehirn ausschaltet, zack, 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 man geht da durch, dadurch, dass man immer neue Fähigkeiten und Waffen freischaltet. Da fühlt sich jeder One auch anders an, weil auch jede andere Waffe fühlt sich wirklich anders an, und das haben die wirklich perfekt da reingekriegt. Man findet natürlich auch nicht in jedem One jede Waffe vom letzten One und so weiter. Sehr, sehr geiles Spiel, kann ich wirklich nur jedem quasi empfehlen. Auch wenn man nicht unbedingt auf diese Roguelike-Plattformer und so weiter steht, das Spiel ist es auf jeden Fall wert, dass ihr euch das zumindest mal anschaut. Ihr müsst euch ja nicht die physische Version kaufen. Das Spiel gibt auch auf dem PC und so weiter, aber macht sehr, sehr viel Spaß. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Dann habe ich mir noch ein Spiel geholt für die Switch, und zwar Slain Back From Hell, nicht To Hell. Genau. Und zwar optisch sieht das im Prinzip genauso aus wie Dead Cells. Ne? Also, ihr seht ja den Trailer, den blende ich ja euch ja gerade ein. Aber spielt sich doch ganz anders, gefällt mir persönlich nicht ganz so sehr wie Dead Cells. Also das physische Modul ist relativ günstig, finde ich, mit 25 Euro. Ich habe es eigentlich mir geholt, weil ich dachte, dass ich vielleicht sowas in der Art wie Dead Cells hole. Und das hat natürlich so einen schönen Heavy Metal Soundtrack, wo es natürlich sehr wirbt, und dieser allgemeine Stil gefällt mir. Spielt sich aber wesentlich schwerfälliger. Also ihr kommt da nicht in so einen Flow rein, sondern auch das Kampfsystem ist wohl mehr darauf ausgelegt, dass man zur ersten Attacke blockiert und dann einen Konterangriff besonders stark macht. Also war natürlich jetzt 10 Euro günstiger. Wurde da beim Anspielen noch nicht ganz so warm damit, aber ich bin auch noch nicht jetzt so tief reingesteigert. Also ich habe es auch noch nicht so viele Spielstunden rein investiert.
ist gut, aber mit Abstand nicht ganz so gut wie Dead Cells, würde ich sagen. Aber wenn ihr auf solche Spiele steht, durchaus mal einen Blick wert. Auch die Kämpfe dort sind natürlich sehr schwer und so weiter. Auch da vielleicht so ein bisschen Dark Souls. Ach, wo, dieser Begriff Dark Souls-artig, der ist ja echt zu Recht verschrien. Also, das war vielleicht so ein bisschen mein Fehlkauf, wie die es mal nennen. Ich weiß es nicht. Aber ich werde mal auf jeden Fall so mal so ein, zwei Stunden mal rein investieren. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach nicht so den Flow des Spiels sofort erfasst. Ich nenne es mal Flow des Spiels. Ne? Also, das waren meine Switch-Spiele. Dann habe ich mir noch ein paar Gameboy-Spiele geholt. Und zwar habe ich mir die auf der Seite retroplace.com bestellt. Das finde ich eigentlich so ganz angenehm, mittlerweile dort einzukaufen. Da sind die Preise billiger als bei eBay. Sofortkauf, Versand und sowas habe ich bisher eigentlich keine Probleme gehabt. Die Auswahl ist natürlich noch nicht ganz so hoch. Aber Näheres dazu habe ich ja in der letzten Folge gesagt. Ich will auch jetzt nicht ewig für diese Seite Werbung machen. Und zwar habe ich mir Bubble Bobble für den Gameboy geholt. Bubble Bobble muss ich, glaube ich, am wenigsten erklären, worum es da geht. Ihr spielt einen kleinen Drachen, müsst Blasen machen, damit Gegner einfangen und die dann zum Zerplatzen bringen und dann sind die Gegner tot. Und dann geht es halt weiter. Ist ein alter Arcade-Titel, der ist, glaube ich, damals wirklich auf so gut wie jeder Plattform veröffentlicht wurde. Zeitloses Spielprinzip macht natürlich heute immer noch sehr viel Spaß. Ich habe aber das Gefühl, dass die Hardware des Gameboys da so etwas Probleme hat. Also man hat sehr oft so Sprite-Flackern, wenn zu viel unterwegs ist, zu viele Blasen da sind, zu viele Gegner und so weiter. Das ist natürlich schon arg Gewohnheitssache, sage ich mal. Aber im Prinzip, Bubble Bobble, das geht immer. Ne? Muss ich jetzt nicht, echt nicht viel zu dem Spiel sagen, glaube ich. So, als nächstes habe ich mir Gauntlet 2 geholt. Und zwar habe ich es mir im Prinzip ja, geholt. Ich habe ja schon die Super Nintendo, NES-Variante, da habe ich auch schon einen Test zugemacht. Auch das ist ein alter Arcade-Titel. Ja, geht bei manchen so vielleicht so ein bisschen als der Vorläufer von Roguelike. Also ihr habt eine Draufsicht, da steuert ihr einen Kämpfer rum und ja, macht Gegner platt. Die Gameboy-Version ist natürlich im Vergleich zur NES-Version etwas abgespeckt. In der NES-Version gibt es 4 Kämpfer, hier gibt es glaube ich nur 2 verschiedene Kämpfer, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Spielt sich aber im Prinzip eigentlich auch ganz gut, ist solide, also wurde ganz gut auf den Gameboy portiert, würde ich sagen. Also dass natürlich dann im Vergleich immer ein paar Abstriche gemacht werden müssen, ist klar. Und mein Gott, ob es jetzt 2 Kämpfer sind oder 4 Kämpfer, darauf kommt es ja auch nicht an. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ist ein zeitloses Spielprinzip, sag ich dasselbe wie bei Bubble Bobble. Aber ich meine, rumlaufen, Monster plätten, Monsternester kaputt machen, Schlüssel finden und sowas, ist einfach zeitlos, das kann man immer spielen. Also für eine kurze Runde, auf jeden Fall nicht schlecht, Gauntlet 2. Dann habe ich mir noch einen weiteren Spiel, einen Klassiker geholt, und zwar Double Dragon. Da habe ich ja vor Urzeiten meine Retro-Panda-Quetzi-Folge zu dem dritten Teil gemacht, den sie komplett vermurkst haben, warum auch immer, keine Ahnung. Aber das ist der erste Teil und der ist vernünftig, der spielt sich auch gut, orientiert sich natürlich an der Arcade- bzw. Spielhallen-Version. Auch da wurden natürlich, wie üblich, ein paar Abstriche gemacht für den Gameboy. Aber spielt sich sehr gut, ist ein sehr, sehr schönes Beat'em-up, ist auch nicht ganz so einfach beim Reinspielen. Ich schätze mal, da werde ich auch irgendwann mal einen Test zu machen. Ist natürlich eine bekannte Serie, die eigentlich immer geht, auf jeden Fall. Und ein bisschen Gegner prügeln und kloppen, das geht doch immer, oder? Also Double Dragon. Dann habe ich mir Schlümpfe Reisen um die Welt besorgt. Ich versuche das hier mal ein bisschen mit, dass es nicht ganz so spiegelt mit den Scheinwerfern. Weil das neue Kamera hat nämlich den Vorteil, dass ich das Display umklappen kann und mich beim Film selber immer sehen kann und weiß da, ob ich jetzt auch wirklich im Fokus bin und so weiter. Schlümpfe Reisen um die Welt. Ja, da habe ich noch nicht so richtig viel reingespielt, aber ich habe ja schon 2 Simpsons-Spiele. Simpsons. Fängt auch mit S an, ist auch ein großes Zeichentick-Franchise, aber ist nicht ganz. Also Schlümpfe, so. Die Schlümpfe 1 und Schlümpfe 2, Albtraum-Gedöns. Oh, wie hieß es nochmal? Ich habe es gerade komplett vergessen. Also hier Albtraum-Dix, ne? Auf jeden Fall habe ich dazu Test gemacht und das ist ja ein weiteres Schlümpfe-Spiel. Und die beiden anderen Schlümpfe-Spiele, die waren ja wirklich durchaus vernünftig und echt solide. So typisches Infogram-Plattformer.
mäßig, also das heißt abwechslungsreich. Es ist natürlich sehr formelhaft, diese Plattformer. Das heißt, sie bringen jetzt nicht groß was ganz, ganz Besonderes rein. Aber es sind immer durchaus gute und solide Titel. Der Titel, ich schätze mal, der wird so ähnlich sein. Ne? Also da bin ich mal gespannt, mal tiefer reinzuschauen. So einen soliden Plattformer auf dem Gameboy, da gibt es auch viele nicht so gute Kandidaten, nenne ich es mal. Also das ist wirklich mal ein Blick wert, denke ich mal. Und als letztes habe ich mir, das hat nur 1 Euro gekostet. Und da für das Spiel möchte ich auch mal eine Lanze brechen, und zwar Othello. Das ist wirklich so ein Spiel, sehr, sehr früh erschienen. Es kostet meistens nur wirklich so 1-2 Euro. Aber das Spiel macht Spaß. Das finde ich ist eins der meisten unterschätzten Spiele. Es ist unterschätzt, sagen wir es mal so. Und zwar basiert das ja auf einem Brettspiel, nämlich, ich schätze mal, es heißt auch Othello. Und auf den ersten Blick weiß man immer gar nicht, was man da machen muss. Aber das Spielprinzip ist eigentlich ganz einfach. Man hat entweder weiße oder schwarze Steine und man zieht mit den Computergegner immer abwechselnd. Beziehungsweise man kann es, glaube ich, auch zu zweit übers Linkkabel spielen. Und Ziel ist es halt, alle Steine in seine eigene umzufärben. Und das tut man, indem man einfach mit seinen Steinen ist ein bisschen blöd mit Worten zu erklären. Wenn man spielt, ist es ganz einfach. Und zwar, wenn man quasi, hier ist ein weißer Stein, hier ist ein schwarzes und man selber ist weiß. Dann packt man hier noch einen weißen Stein hin und weil man da so eine Brücke gebaut hat, wird der dann auch weiß. Und das geht natürlich auch diagonal und so weiter. Ja, ein bisschen blöd zu erklären, aber sieht es ja im Gameplay-Video. Macht viel Spaß, finde ich. Also ich finde, das ist echt unterschätzt. Also mit Othello konnte ich noch nie was anfangen und das ist so ein typisches Spiel, über das man drüber stolpert. Also von wegen, ach komm, so ein billiges Spiel, was soll denn das sein? Ne? Aber ich finde das echt gar nicht so verkehrt. Und vor allen Dingen für den geringen Preis. Also ich denke mal, da werde ich vielleicht auch mal ein Video machen. Aber ich schätze mal, war man da auch nicht so groß was zu erklären kann, werde ich da vielleicht mal einen Turbo-Test zu machen. Aber das ist echt unterschätzt, finde ich. Also solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken, wenn ihr das bei euch irgendwo in der Sammlung habt. Vielleicht macht es ja euch Spaß. Ne? Also ein schönes Puzzlespiel, beziehungsweise eine Brettspiel-Adaption. Und das ist halt wirklich so ein Spielprinzip, da braucht man keine große Technik. Ja? Da reicht das schwarz-weiß und gut ist. Auf jeden Fall. Mehr Spiele habe ich nicht gekauft, das war mein sparsamer Monat. Also im Vergleich zu anderen war ich wirklich sparsam. Ne? Also so richtig sparsam war ich nicht. Mal gucken, wie es den nächsten Monat aussieht. Ob ich auch da wieder sparsam sein. Im November wird wahrscheinlich wieder etwas mehr sein, weil ich am 1. November Geburtstag habe. Wollen wir mal gucken, aber vielleicht, man weiß es ja nie, man stolpert ja doch noch über irgendwelche Spiele, die man gerne haben möchte oder ähnliches. Also, das waren meine Pickups für den September. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Ne? Mach's gut. Tschüss.